Nach einem Jahr Pause ist das Elbe-Badefest zurückgekehrt und zwar mit seiner 10. Auflage. Mit dem Fest wird für die Elbe und der Landschaft geworben. Gerade jetzt im Sommer gibt es zunehmend Menschen, die an die Elbe kommen, sich an den Strand setzen, um einfach die Sonne zu genießen. Nach vielen Anfragen wurden die Initiatoren dazu bewegt, das Fest wieder auf die Beine zu stellen. Auch Oberbürgermeister Peter Kuras hat schon als Kind unzählige Stunden an der Elbe verbracht. Der Fluss hat für Dessau-Roßlau eine besondere Bedeutung. Ja, eine zunehmend größere. Also ich freue mich, dass die Stadt wieder mehr Besitz ergreift von ihrem Fluss oder von den beiden großen Flüssen Elbe und Mulde. Und nun ist es natürlich nicht einfach, so ein Fest zu organisieren. Das macht einigen Aufwand und ich bin froh, dass sich so viele Leute gefunden haben, die hier wieder mit Hand angelegt haben. Das Wetter ist toll, es ist nicht zu kalt, es ist nicht zu warm. Nein, die Bürgerinnen und Bürger nehmen den Fluss Elbe wieder in ihren Besitz und das ist schön. An vielen Aktionen konnte man sich beteiligen. Mit dem Paddelboot, dem Motorboot oder mit dem Ruderkutter konnte man die Elbe erkunden oder sich gemütlich auf dem Fluss treiben lassen. Verpflegung gab es vom Grill oder man brachte sich selbstgemachte Köstlichkeiten mit und begab sich mit der Picknickdecke auf die Wiese am Ufer des Flusses. Der Sandstrand bot natürlich auch beste Möglichkeiten für eine Runde Beachvolleyball. Die Elbe ist sozusagen ein Fluss, der die Doppelstadt nicht teilt, sondern verbindet. Das kann man so sehen. Also, und ich sehe es auch so. Gleichwohl muss man schon sagen, das gibt es in anderen Städten auch. So ein großer Fluss wie die Elbe, über 1000 Kilometer, einer der größten Flüsse Mitteleuropas, stellt natürlich schon so ein natürliches Hindernis dar. Aber es ist eben überwindbar. Und es ist ja interessant, dass auch entlang der Elbe in Dessau-Roßlau eine Sprachgrenze verläuft. Also in Dessau herrscht noch mehr der alte anhaltische Dialekt vor. Und in Roßlau sind schon erste Berliner Einflüsse zu sehen. Man spricht deshalb von der Elbe als die Ich-Ich-Grenze. Also Elbe ist natürlich eine ganz, ganz wichtige, ja auch Wasserstraße, aber natürlich auch ein ganz wichtiger Bereich, wo man sich erholen kann, wo man Freizeit machen kann. Und natürlich da die beiden Stadtteile, könnte man sagen, Roßlau und Dessau verbindet. Ja, ein Fluss mit ganz vielen Funktionen. Ökologisch natürlich, ganz klar. Wir bekommen hier viele Elbe-Biber. Jetzt sind sie gestartet. Sehr viele. Was wir hier haben, Greifvögel gibt es hier. Natürlich tatsächlich den Seeadler, Fischadler, also ein Lebensraum für Mensch und Tier, könnte man sagen. Nach vorheriger Anmeldung wagten einige Schwimmer unter Aufsicht die Durchquerung der Elbe. Gar nicht so einfach, denn bei diesem normalen Wasserstand ist die Elbe hier mehr als 100 Meter breit. Außerdem warteten weitere Highlights auf die Besucher. Also ein Highlight ist natürlich das Kutterbootrennen, gemeinsam mit dem Seesportverein, wo wir sehr froh sind, den Seesportverein hier als Partner gewonnen zu haben. Ein Fahrrad wäre Quatsch sehr in Richtung. Ja, knuffiges Boot, wiegt hier eine Tonne und da muss man schon ganz schön in die Riemen gehen, um das Boot zu bewegen. Mit 5000 Besuchern war das Fest ein voller Erfolg. Wenn nicht im nächsten Jahr, wird das Elbe-Badefest in spätestens 2 Jahren wieder seinen Platz im Dessau-Roßlauer Terminkalender finden.